Europa ist unser natürlicher Partner. Und das aus dem Grunde, weil wir die gleichen demokratischen Werte teilen. Und diese demokratischen Werte werden mehr und mehr zur Zielscheibe von Angriffen. Wie ich das schon vorher gesagt habe, wissen Sie, es geschieht ja im Moment in der Welt sehr viel. Ich bin der Überzeugung, dass wir heutzutage inmitten eines großartigen Wandels sind, der sehr viel Schönheit hervorbringen kann. Das Wissen in der Welt vermehrt sich ständig. Wir unterliegen in allen Ländern einem erheblichen Wandel und das betrifft natürlich auch diejenigen, die eher auf der Verliererseite sind, die aufgrund der technologischen Entwicklung ihre Arbeitsplätze verlieren. Diese Entwicklung läuft parallel zu der politischen Verunsicherung einer Generation und es bringt vor allen Dingen auch, ja, ich würde mal sagen, Scharlatane hervor, die versuchen, Gewinn zu schlagen aus den Sorgen anderer Menschen. Das sehen wir bei Ihnen in Europa, das sehen wir in den Vereinigten Staaten und rund um den Globus beobachten wir das. Mir erscheint es, dass die beste Antwort auf diesen Wandel und diese Phänomene darin besteht, dass wir auf unseren Standards bestehen, mit denen die Völker zusammenwachsen können und aufgrund der gleichen Werte sich entwickeln können, wie wir das in den Vereinigten Staaten auch wollen. Einer der wichtigsten Standards, moralischer Standards, ist natürlich die Menschenwürde. Mein Vater hat auch eine großartige Umwandlung in der Stadt miterlebt, in der wir damals lebten. Sehen Sie, mein Urgroßvater war schließlich noch Bergbaumitarbeiter, also ist eingefahren und dann wurde die Kohle aber aufgegeben. Mein Vater war damals als Vertriebler tätig und wir sind dann umgezogen nach Delaware. Sie sehen, meine Familie und hat immer gesagt, ein Job, eine Beschäftigung ist viel, viel mehr als nur ihr monatliches Gehalt. Es geht dabei auch um die Würde, in der man in der alltäglichen Beschäftigung sich bewähren kann. Das vergessen die Menschen zuweilen. Es geht immer wieder um die Menschenwürde auch. Und ich meine, wir haben jetzt mit diesem neuen Wandel ganz großartige Chancen, gerade im Angesicht der Erderwärmung. Wir werden neue Arbeitsplätze schaffen im Bereich des Umweltschutzes und diese neuen Arbeitsplätze werden sehr gut bezahlt werden. Sie sehen, wir gehen dann weg von der Industriearbeit. Viele werden dann nicht mehr als Industriearbeiter tätig sein, sondern in anderen Jobs und dort mehr Geld verdienen. Ich glaube, da haben wir eine Menge noch zu tun. Außerdem müssen wir natürlich auch die Covid-19-Pandemie weiterhin bekämpfen und dafür sorgen, dass wir dort auch wieder zurückkommen zur Stärkung des Handels, zur Stärkung des Austauschs, der Technologien und das mit Nationen, die die richtige Einstellung haben, weil sie gemeinsam die gleichen Werte vertreten. Und das gilt nicht nur für unsere Völker, sondern für den Rest der Welt. Wir haben die Möglichkeit, all dies zu tun. Das bedeutet natürlich harte Arbeit und erfordert große Entschlossenheit. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich so zuversichtlich bin, ist ja auch die junge Generation. Wir haben in den Vereinigten Staaten die bestausgebildete Jugend in der Geschichte der USA. Die Menschen sind sehr offen in ihren Einstellungen und ich meine,
da haben wir genau die richtigen Menschen, für die wir aber dann auch die richtigen politischen Ansätze und Initiativen anbieten müssen, um halt eben die Zukunft vorzubereiten, die dann tatsächlich eine strahlende Zukunft sein wird. Wir haben dort noch viele, viele gute Dinge vor uns. Und das bringt mich jetzt zum Ende. Meine Mutter sagte immer, Joe, mach voran.